Herzlich willkommen zu einer neuen Join-Folge, die mir ganz besonders gefallen wird. Eine Sendung, in der wir immer Challenges haben. Und je nachdem, wer verliert, ob das Team oder wir, bekommt eine Bestrafung. Ist gut. Und heute ist es soweit. Und das Team bekommt eine Bestrafung. Heute sind die Männer dran und müssen mit einem Wehensimulator eine Geburt durchmachen. Ja, wir sind ja ein sehr männerlastiges Team hier, haben wir gemerkt. Und wir wollen uns besser in die Bedürfnisse von Frauen und auch die Erlebnisse, die sie so haben, einfühlen können. Zumindest ein Großteil des Teams. Ich nehme es ja eh schon raus. Also hier, die beiden hängen jetzt bei Kim an dem Stecker und die zwei bei mir. Und wir machen jetzt das Ganze in Intervallen. Ne? Also wir gehen jetzt mal langsam hoch. So, du bist zu meiner rechten, Kida. Wir drücken aber Kevin, jetzt mal auf. Bist du? Machst du? Ich bin erst bei eins. Das sticht. Hey, Jungs, ich bin bei eins. Kommt das so intervallartig? Ja, ja. Wir sind mittlerweile bei 9. Also was ist euch lieber? Jetzt schnell hoch oder lange ewig? Ich will einfach vorbei. Habt ihr eigentlich euren Darm und eure Blase entleert? Kevin, du Arsch. Guck mal, da macht schon jemand richtige. Atmen. Ich habe ein bisschen Sorge um meinen Herzschlag. Ja, da machen wir jetzt auch alle Sorgen drum. Mach dich mal auf 30, oder? Ja, natürlich alles vorher mit einem Arzt abgeklärt. Also. Natürlich, Dr. Kevin. Ja, es geht bis 100. Warum macht Chris denn einfach als Ton? Kinder kriegen ist anstrengend. Und ist euer Darm schon gerissen? Dann müssen wir auf 100. Oh, nein. Frauen haben was verdient? Unsere Beachtung. Ich bin jetzt bei 100 angelangt. 10 Sekunden auf 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
so schlecht gelaunt, dass ich noch nicht mal höflich sein konnte und mich gescheit mit Didi unterhalten konnte. Weil ich einfach nur dachte, ihr könnt mich alle mal. Okay, c'est bon. In meinem Kopf ging so viel vor sich. Sorry. Und es ist hier einfach viel zu wenig. Ich weiß nur, dass jeder um mich herum geredet hat. Das machen wir so und das können wir nicht machen, weil das ist zu gefährlich. Und ich denke mir nur so, ey. Das ist auch total gemischt. Das ist nie Addition mal oder Subtraktion, das ist alles einfach. Also alle sagen um mich herum, okay, wir starten jetzt. Ich dachte so, okay, wo starten wir denn jetzt hier? Einfach nur ein Feld und wir gehen ins nächste Feld über. Zur selben Zeit habe ich schon die ganze Zeit gerechnet und dachte, ich muss jede Minute auskosten, jede Minute, weil ich weiß ja nicht, wie es mir dann oben in der Luft geht. Also du denkst, du hast schon alles gemacht mit diesem Team, aber dann sitzt du da in diesem Ultraleichtflugzeug, siehst noch die Pferde um dich herum und willst eigentlich nur reiten. Glücklicherweise hatte ich noch auf dem Boden die erste Zahl, das gelbe Feld, das war die 7, war auch noch gut machbar, aber ich habe gemerkt, dass ich auch schon unheimlich nervös bin. Der Flug ging los mit diesem kleinen, mickrigen Propeller oder wie auch immer man das nennt. Ich wollte das schaffen, ich wollte mich nur auf mich konzentrieren und dachte nur so, okay, ja, 20 Minuten hast du Zeit, die Rechnung zu lösen. Der Rundflug hat uns zum Mont Saint-Michel geführt. Ein unglaublich berühmter Spot, eine kleine Insel. Und darauf ist eine Abtei zu finden, eigentlich so ein eigenes Dorf. Und der Didier wollte mir das immer wieder zeigen, war unheimlich stolz drauf. Ich habe ein einziges Mal ganz kurz drauf geblickt und dann habe ich gleich wieder auf meine Rechnung geschaut. Ich hatte ja ein Glück schon die erste Zahl. Ich habe ja bereits die 7 rausbekommen. 7 hier in jedem gelben Feld ist dann die 7. Also muss ich hier als nächstes grün rausbekommen, ja. So dass ich ganz am Ende diese Zahl hier rausbekommen kann. Genial. Ich habe also versucht, mein ganzes mathematisches Wissen hervorzurufen, Punkt vor Strich. Also wusste ich, ich muss jetzt hier erstmal geteilt und mal rausbekommen, bevor ich hier addieren kann. Und habe von diesem Flug einfach gar nichts mitbekommen. Aber die zweite Zahl habe ich rausbekommen. Ich war extrem gestresst. Es wurde die ganze Zeit über Vogt gesprochen. Das hat mich unheimlich genervt. Ich brauche meine Ruhe, wenn ich rechne. Didi hat es wirklich gut gemeint. Also wirklich danke dafür. Er wollte mir so viel zeigen. Ich habe mir einfach nichts davon angeschaut. Nichts. Er kam dann mit seiner Kamera, mit seinem Selfie-Stick, wollte, dass ich in die Kamera lächle. Und dann hat Didi die ganze Zeit versucht, mit mir zu reden. Und das hat mich komplett rausgebracht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich kurz davor war, diese Zahl rauszubekommen. Und es war alles weg. Und ich dachte so, nein, kein Sightseeing, einfach nur rechnen. Ich war dann in der dritten oder vierten Zeile und ich habe wirklich versucht, auch nicht drüber nachzudenken, dass ich mich gerade in der Luft befinde, weil ich glaube, das hätte vielleicht auch ein bisschen Angst in mir auslösen können. Kurz vor der Landung habe ich meine letzte Zahl rausbekommen. Ich wollte das Ganze dann nochmal nachrechnen, weil ich mir irgendwie ein bisschen unsicher war. Also habe ich gedacht, okay, bevor die mich jetzt nicht ansprechen, rechne ich da jetzt noch mal alles durch. Didi hat aber genau diese Zeit dazu nutzen wollen, um mit mir zu sprechen, wie denn der Flug war und wie es mir geht und ob ich es genossen habe. Good pictures. Yeah. Oh. Okay, perfekt. Der hat sich gedacht, so einen Fluggast hatte ich noch nie. Und es tut mir voll leid für den Mann. Weil ich so genervt bin, dass ich es nicht mehr verbergen kann. Und es kam dann dieser Augenblick, als das Team da stand und ich eine Zahl nennen musste. Also ich habe ein Ergebnis, aber es fühlt sich falsch an. Es ist 10. Sag mir halt mal, geh mir jetzt auf den Sack, ich will es jetzt knapp vorbei.
Bei der zwei hatte ich 4, glaube ich. Das Ganze war mal wieder für den Arsch, hm? Ich habe die Challenge nicht gewonnen. Hätte ich mir auch einfach mal ein bisschen Aussicht angucken können, anstatt es zu machen. Wenn mich jemand fragt, wie dieser Flug war, kann ich einfach nichts sagen. Ihr geht mir auf den Sack. Hier. Falsch. Es tut mir leid an Dieter, dass ich ein ganz schlimmer Fluggast war. Ich glaube, es ist unheimlich schön, mit ihm zu fliegen. Ich habe keine Ahnung, was da oben ist, aber immerhin habe ich überlebt. Kim, ich fühle das auf so viele Arten und Weisen. Also, deine genervte Attitude fand ich verdammt stark. Selbst jetzt bin ich wieder genervt. Ja, aber es war sehr witzig. Es kommen wieder so viele Emotionen hoch, dass ich einfach gerade absolut wieder genervt bin und gerne jemand schlagen würde. Ich hätte auch gedacht, so, jetzt zeig doch mal für 5 Minuten ruhig. Halt einfach mal ruhig deine Klappe, ganz ehrlich. Ich glaube, der hat immer noch ein Trauma von mir. Ich war so unhöflich. Ich verstehe das. Ich weiß, ob du dich erinnerst, als ich kopfüber diese Challenge hatte, wo ich mich dieses Seil runterfahren musste, dieses Free Fly, was auch immer. Und ich zählen musste. Ich habe nichts von rechts und links gesehen. Wie viele Traumata haben wir eigentlich schon von dieser ist Sendung? Ist so. Könnt ihr uns eigentlich einen Psychologen bezahlen? Ey, pst, nicht so viel. Wir haben die gerade mehr traumatisiert hiermit. Und das ist gerade auch meine echte Angst. Du hast den Punkt nicht geholt, ne? Was ich verstehen kann, was ist, wenn die sich jetzt hierfür bei uns rächen wollen? Wenn sie Show gewinnen. Wir haben ja noch die Chance. Deswegen. Du kommst als nächstes dran. Ja. Ich hoffe, du hattest ein bisschen mehr Glück als ich. Wir gucken am besten mal rein. Heute war ein richtig verrückter Tag. Mein eigener Körper war das Problem und der Wettlauf dagegen. Dank Join war ich jetzt schon einige Male in München. Da zieht es mich schon fast 2-mal im Jahr her. Also das war heute gar nicht so viel Neues. Aber im Olympiapark war ich mal mit der Realschule in der 10. Klasse. Da gab es noch keine goldenen Umschläge und das war auch gut so. Lieber Kevin, vor genau 15 Jahren wurde in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Sie ist ein Meilenstein für die Rechte von Menschen mit Behinderung auf Teilhabe. Mittlerweile haben die Convention on the Rights of Persons with Disabilities bereits 182 Staaten unterzeichnet. Doch wird sie wirklich konsequent umgesetzt? Du sollst heute deinen Beitrag dazu leisten, dass sie gesehen wird. Den Link zur offiziellen Convention haben wir in einem QR-Code hinterlegt. Diesen sollst du heute als übergroßes Mosaik legen. Dafür hast du eine Stunde Zeit. Wenn ihn die Drohne am Ende von oben korrekt erfasst und der Link wirklich funktioniert, hast du die Challenge gewonnen. Bin ja mal gespannt. Das sieht ja aus. Das macht ja was her. Ich bin nach unten geschritten wie ein Gladiator im alten Rom. So ein Amphitheater oder sowas ähnliches. Da war dann so eine, heißt das, Handwerkerbank aufgestellt. Es wirkt auf den ersten Blick A, verwirrend und B, auch wirklich unmöglich. Ich würde sagen, ich gehe genauso vor, wie es hier ist. Ich habe jetzt eigentlich überlegt, ich fange unten links mit dem an, aber ich weiß nicht, wie viele einzelne das sind. Ach doch, das kann man sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann nehmen wir doch mal 7 schwarze. Legen die schon mal längs. Dann hatte ich ja auch nur eine Stunde Zeit für die Aufgabe. 7 in die Höhe. Was ich am Anfang dachte, ist, dass die großen Vierecke mir helfen, wenn ich die zuerst lege. Das füllt wahrscheinlich die komplette Fläche hier aus. Das ist ja jetzt schon ein Riesending. Das waren so Pi mal Daumen 1000 Mosaiksteine. Das ist richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es ging um die UN-Behindertenrechtskonvention. 1, 2, 3, 4. Die besagt, dass Menschen mit Behinderungen die gleichen Rechte haben. Ach so, ich muss das ja auch ausmalen quasi. 2 schwarze, wieder 2 weiße, 2 schwarze. Ach, warte mal. Das für mich Logischste war, von Reihe zu bauen. Der Magen. Alter Falter. Ich bin schon eigentlich zu Hause krank gewesen und wollte gar nicht herkommen, aber ich dachte, ich schaff's. Also will ich's schnell hinter mich bringen. Es war irgendwie machbar, dachte ich. So nämlich. Dann habe ich gesehen, dass das irgendwie kein Ende nimmt. Ungefähr nach 12 Minuten ging es dann mit den wirklich schweren Magenkrämpfen los. Dann erstmal sehr viel Weiß. Ich habe dann weitergebaut und es ging tatsächlich recht flott. Nach ungefähr 15 Minuten hatte ich so, ich würde mal schätzen, das erste Fünftel, also die untersten Reihen lagen. Kevin, ein Hinweis noch. Ja.
Du denkst dran, dass da zumindest ein Weißer ran drum muss, damit der das erkennt. Nee, habe ich nicht dran gedacht. Nach 20 Minuten dann saß ich das erste Mal am Boden und musste eine Pause machen. Ich konnte nicht mehr. Es hat immer weiter abgebaut. Ist ja nicht so, dass ich nur was mit Magen hätte und Kopfschmerzen. Ich hatte auch noch die ganze letzte Woche richtig dolle Rückenschmerzen und habe bis gestern noch mit der Wärmflasche auf der Couch gelegen. Aber ich wollte noch nicht aufgeben. Und dann kam das Team und sagte mir, dass ich auch noch einen weißen Rand drum bauen muss. Und das war doof, weil ich habe ziemlich eng an der Kante gebaut. Ach, das mache ich am Ende, die reiße ich sonst gleich alle runter. Ich sagte, der kann das am Ende nicht lesen, weil das dann so Millimeter Lücke hat irgendwo. In welcher Reihe bin ich denn? Irgendwas stimmt nicht. Ich glaube, bei Reihe 5, 6 oder 7 wurde ich langsam stutzig. Da habe ich gemerkt, dass ich immer mal wieder kleine Fehler gemacht habe und Sachen vertauscht habe, also schwarz und weiß. 1, 2, 3, 4. Wenn man die ganze Zeit auf diesen Code schaut, dann verläuft man sich mit den Augen irgendwann in den Reihen. Du weißt gar nicht, wie in Reihe 3 oder 4 oder 5. Ich bin komplett durch. Ich kann mich nicht konzentrieren, es geht nicht. Oh, Digga. Nach knapp der Hälfte der Zeit habe ich gemerkt, dass ich persönlich heute der größte Gegner für mich bin und nicht die Aufgabe. Naja, ich bin mit meiner Stefan-Rapp-Mentalität dann drangegangen und habe mich noch ein letztes Mal aufgerafft vom Boden und wollte noch einmal Gas geben. Ich kam dann auf die Idee, dir die Mosaiksteine zu nehmen und die dann so zu legen, dass ich quasi nur noch die Reihe sehe, an der ich arbeite. Aber ich konnte einfach nicht mehr. Die Schmerzen wurden immer stärker. Ach Leute, ich kann auch eigentlich gleich aufhören. Ich werde es eh nicht schaffen. Ich quäl mich hier nur. Ich höre auf, Leute. Es geht schon wieder nicht auf. Ich kann nicht mehr, wirklich. Das macht keinen Sinn. Das ist eine coole Challenge. Die macht auch echt Spaß. Und ich hätte auch Bock, die zu machen. Aber ich kann gerade nicht unter den Voraussetzungen das Ding jetzt durchziehen. Dafür komme ich nicht gut genug voran. Ich habe gesehen, dass ich es sowieso nicht schaffen werde mit meiner körperlichen Verfassung. Und dann kann ich auch direkt aufgeben. Oh, es wird gerade nur schlimmer vom Kopf und vom Bauch. Ich hätte gar nicht erst herkommen dürfen heute. Ich hätte eigentlich direkt absagen sollen. Aber jetzt haben wir wenigstens was für die Kamera. Oh. Als ich auf dem Boden gelegen habe, wollte ich eigentlich noch dort weg. Aber ich habe mich auch schon echt geärgert, weil die Challenge hat Spaß gemacht. Also es war eine coole, kreative Aufgabe. Und ich hätte die schon gerne mit voller Konzentration, wäre ich die angegangen. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist eine wirklich wichtige Sache. Und wenn ich nochmal wieder fit bin, was hoffentlich bald ist, dann will ich mich dieser Aufgabe nochmal stellen. Du willst das Ganze nochmal machen? Ich fand die Aufgabe an sich ganz cool. Aber nicht mit Magen-Darm. Ich muss ja noch im Hotel schlafen dann. Und das war die schlimmste Hotelübernachtung aller Zeiten. Ich war am nächsten Tag Fieber gemessen. Ich lag so bei 39. Ich habe die Nacht kaum gepennt. Also, dass ich überhaupt nach München gefahren bin, war das Dümmste, was ich hätte tun können. Aber naja. Wie sie es auch noch untermalt haben mit dieser Musik. Meine Frage ist deswegen jetzt auch ans Team, weil ich habe wirklich Angst vor der Rache, ja? Der Spielstand sieht ja echt nicht gut aus. Der Spielstand sieht jetzt nicht gut aus. 2-0. Aber ich habe gesagt, eigentlich sollte ich schon so einen halben Punkt bekommen dafür, dass ich krank angetreten bin. Finde ich auch. Und dann wäre diese Folge ein Unentschieden, wenn die nächste Challenge gewonnen werden würde. Du hättest ja auch absagen können. Und dann hätten wir nichts für die Kamera gehabt. Und dann wären es zwei Einspieler gewesen. Und das wäre ja doof. Da müssen wir echt mal drüber reden. Ich würde sagen, lass uns die nächste Challenge angucken. Und wenn ihr die gewonnen habt, ja, du und Kim. Da war mir wieder ein Frauenduo. Dann steht es ja 1-1 und dann könnte mein halber Punkt ein Unentschieden wirken. Oder, Team? Oder? Dieser Drehtag war mal wieder herrschaftlich. Ein wundervoller Saal. In den Saal reingekommen, wurden wir gefühlt von einer Bücherfront erschlagen. Mit viel Gold, vielen Büsten. In einer räumlichen Aufmachung, die einfach unterm Strich wunderschön war. Aber wir wissen ja, es bleibt nicht dabei. Kurze Zeit später kam der Herr Hageböck zu uns, hat uns begrüßt, uns natürlich willkommen geheißen. Mein Name ist Matthias Hageböck. Ich arbeite hier seit 1992 als Buchrestaurator und Buchbinder. Und wir befinden uns in dem historischen Gebäude der Herzogin Anna-Amalie-Bibliothek in Weimar. Die Bibliothek ist 1766 gegründet worden und wie Sie vielleicht wissen, im Jahr 2004 hatten wir hier einen kleinen Rückschlag
nämlich das Gebäude wäre fast abgebrannt. Und auch einige von unseren aufwendig restaurierten Büchern sind natürlich hier dann wieder verbrannt. 25.000 Bücher haben wir in den Wochen danach noch hier aus diesem Brandschutt bergen können. Diese Bücher können wir zum Teil restaurieren. Der Herr Hagebeck hat uns ein bisschen was über den Saal erzählt und auch, welche Geschichte er selbst auch zu diesem Saal hat. Und kurz danach gab es wie immer den goldenen Umschlag. Ich darf auch Ihre Aufgabe überreichen. Stand für gewöhnlich noch nie was Gutes drin. Ne? Als Joint Dream Team seid ihr heute auf den Spuren der Geschichte von Goethe und Schiller, die eine innige Dichterfreundschaft verband. Die Ballade Die Kraniche des Ibikus ist eine der Werke Schillers, bei dem Goethe in ausgiebigem Briefverkehr mitwirkte. Teamwork sozusagen. Auch ihr sollt heute Teamwork beweisen. Ihr findet die Ballade im Buch Museenalmanach für das Jahr 1798. Schaut sie euch genau an. Ja, dieses Buch, welches wir suchen sollten, hieß Musenalmanach oder sowas. Ich erst mal schön Museen gesagt, weil, ach, vergessen wir's, Leute. Auch aus dem Mittelgriechenland kommen die Menschen ins Theater. Doch aus welcher Region genau? Ich hab's nicht verstanden. Also um ehrlich zu sein, kann ich nicht wiedergeben, was in diesem Umschlag zu lesen war. Kriegen wir dazu noch mal mehr Details? Ich weiß nur, dass ich ein großes Fragezeichen hatte. Also sollen wir jetzt herausfinden, aus welcher Region? Naja, und dann müssen wir das ganze Buch durchlesen. Irgendwie. Und dann mussten wir erstmal dieses Buch finden. Schiller hat ein Werk geschrieben, Goethe hat was dazu beigetragen. Und ich dachte schon gleich in dem Moment, das ist bestimmt das kleinste Buch in diesem Saal hier. Ja, wir waren beide so ein bisschen erschrocken, als wir es gefunden haben, dass das eigentlich nur so ein Taschenbuch war. Und es ging weiter. Plötzlich lag da so ein Art Schlüsselcode. So ein Schatzkästchen mit Zahlen und Buchstaben. Also das ist unser besagtes Buch. Genau. Aber wir verstehen die Aufgabe noch nicht. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen weiterhelfen. Ich muss auch mal draufschauen. Aber auch aus Mittel Griechenland kommen Menschen ins Theater. Doch aus welcher Region genau? Wir können ja auch mal in dem Stück Die Kraniche des Ibikus mal gucken, ob wir da einen Hinweis finden. Dieses Stück hat halt über 500 Seiten, ne? Nein. Wir hatten ja Gott sei Dank den Herrn Hagebeck an unserer Seite. Ach, es ist ein Kapitel. Ja, ist das Die Kraniche des Ibikus? So, da haben wir das auf 267. Mhm. Hoffentlich sind es nicht zu viele Seiten. Ja, das schauen wir jetzt mal. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, müssen wir diese Region herausfinden und hier auf irgendeine Art und Weise dann eingeben, ja. Genau. Es waren 6 Reihen. Also dachte ich, ja, okay, ein Wort mit 6 Buchstaben. Schon winkt auf hohem Bergesrücken Akrokorinth des Wanderers Blicken. Bergesrücken Akrokorinth. Also der Berg heißt Akrokorinth. Es ist keine Region. Mhm. Des Wanderers Blicken und in Poseidons Fichten. Sehr auf Altdeutsch. Naja, und was soll ich sagen? Müssen wir jetzt gar nicht groß erwähnen. Ich habe einfach 2 Buchstaben verwechselt. Fickt. Die Kim hat wunderschön vorgelesen. Es gab vielleicht bei dem einen oder anderen Buchstaben mal eine Verwechslung. Okay. Die dort für zum Theater drängt. Okay. Theseustadt. Ah, jetzt kommen die Regionen. Strand von. Guck mal, also 3 Buchstaben. Das hier könnte es sein. Von Phoxis. 246, ne? Wenn ich es richtig ausspreche. Soll ich es mal ausprobieren? Phoxis, irgendwie sowas. P-H-O-C. Nee, C. Ich habe dann an diesem komischen Schatzkistchen das dann eingeklickt. I. Und dann S. Habe ich. Ist da was drin? Wo ist da was drin? Da ist was drin. Okay, nächste Aufgabe. Das ist wie so eine Schnitzeljagd. Eure finale Challenge. Eines der wichtigsten Werke Goethes war seine Farbenlehre. Sein Farbkreis aus Grund- und Mischfarben war damals ein Meilenstein. Um diese Farbenlehre zu verinnerlichen, habt ihr heute eine ganz spezielle Aufgabe. Komplettiert einen aus leuchtenden Farben bestehenden Farbverlauf. Gemeinsam mit Teamwork. Ihr habt 60 Minuten Zeit. Ich bin echt mit gemischten Gefühlen auf die Galerie gegangen. Es war auch nicht einfach irgendein Puzzle, weil eigentlich finde ich Puzzeln ganz cool. Machen wir mal pink. Zu Beginn dachten wir uns immer, komm, klug, sortieren nach Farbe. Ist für dich schon zu hell? Wenn du hier mal guckst, ich habe hier ein Orange. Orange, das ist so ein richtiges Pink. Das Problem ist, wir müssen gleich mal anfangen zu versuchen, die irgendwie zu ordnen. Also ich fange an. Krass! Oh mein Gott, das passt einfach. Das passt einfach.
wir noch total positiver Dinge. Beim ersten Blick habe ich gedacht, das kriegen wir hin. Ich glaube, ich mache hell. Und ich habe die ganze Zeit versucht zu überlegen, welche Strategie dann die richtige sein könnte. Und hier wird es dann schon eher Aprikot. Nein, du bist es nicht. Nein, du bist es nicht. Man hat sehr schnell gemerkt, okay, man könnte es schaffen, aber das kann auch ein Ding der Unmöglichkeit sein. Hast du schon irgendwas? Mhm. Oh, es passt doch einfach nichts davon. Du guckst 2 Minuten auf die Farben, es sieht es gleich ist aus. Alles. In den ersten 10 Minuten haben wir, glaube ich, 4 Puzzleteile geschafft. Ich bin pro Reihe immer wieder die Puzzleteile durchgegangen und habe immer jede Richtung versucht. Aber es ist halt ein bisschen arg frustrierend, wenn da nicht viel dabei rauskommt. Passt das? Ja. Nee, das passt nicht. Siehst du hier noch pink-pink oder ist das alles schon mittlerweile rosa? Ich mache es gleich passend. Das ist halt so, wie wenn du Parfüme probierst und irgendwann nichts mehr riechen kannst, kann ich keine Farbe mehr. Als würde ich gerade bei Douglas stehen. Hat jemand Kaffeepulver? Geil. Ich habe gerade 1 nur wegen der Form. Ich raste gleich aus. Wie süß sie sich freut. Wir haben natürlich weiterhin versucht, das irgendwie voranzukriegen. Also so nach 40 Minuten waren wir eigentlich schon recht gut vorangekommen. Geil, schon wieder. Ich habe 3 hintereinander. Das Problem war aber das Licht. Guck mal, das ist doch gar nicht meine Farbe. Das Licht war einfach miserabel. Wir hatten halt nur noch 20 Minuten. Und sind wir mal ehrlich, wir hatten da noch genug Puzzleteile, obwohl wir schon so gut vorangekommen sind, dass 20 Minuten einfach sehr knapp werden könnten. Ich wollte diesen Moment nicht erleben, dass wir diese Challenge nicht schaffen wegen wenigen Puzzleteilen. Da passt einfach kein Teil rein. Wie ist denn das möglich? Aber nichtsdestotrotz war die Lücke einfach noch so groß. Als die letzten 5 Minuten anliefen, dachte ich mir schon so, ah, ziehen wir das denn jetzt wirklich noch durch? Irgendwann ist man verzweifelt. Ich wusste, das kann nicht mehr funktionieren. Wir haben jetzt 1 Stunde unserer Lebenszeit mit einem Puzzle verschwendet und haben es nicht geschafft. Ich glaube, wir haben einfach am Ende nur noch dasselbe Gefühl, dass wir einfach nur müde sind. Ich könnte jetzt auch schlafen gehen. Also laut Aussage unseres Redaktionsteams wäre es machbar gewesen, sind wir anderer Meinung. Ich finde, Kim und ich, wir können sehr gut zusammenarbeiten. Das war einfach nicht unsere Challenge. Trotz der Niederlage hatten wir einen sehr, sehr schönen Tag in Weimar. Ich glaube, die nächste gemeinsame Challenge werden wir definitiv wieder gewinnen. Ich sag mal so, ich hätte es auch nicht in 1 Stunde geschafft. Finde ich, ist wieder eine Sache der Unmöglichkeit. Ich würde nicht mal ein normales Puzzle in 1 Stunde schaffen. Hier sind wir jetzt richtig ausgeleuchtet. Ja? Hier wäre es cooler. Hat jemand aus dem Team das vorher mal in 1 Stunde gepuzzelt? Nee, haben sie nicht. Gucken, ob das, nee, ja, ich glaube, die haben es nicht hin. Ja, wie immer. Weißt du, wie das bei dem Team ist? Bla, 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 haben es hinbekommen. Immer dieselbe Leier. Ja, weißt du, wo ich Angst bekomme? Wir haben, also meine Argumentation von noch einem Clip davor hat gar nichts gebracht. Von wegen halber Punkt. Wir haben so oder so haushoch diese Folge verloren. Was bedeutet das? Wir werden bestraft. Und ihr werdet dann live dabei sein, denn eine neue Folge soll kommen. Und wenn ihr diese hier noch mal von Anfang an gucken wollt, dann, Kim, übernimm doch bitte. Gerne auf YouTube vorbeischauen, da haben wir einen eigenen YouTube-Channel. Und auf Social Media sind wir auch vertreten, auf TikTok und Instagram. Also lasst euch die coolsten Clips nicht entgehen, schaut die Folge nochmal von vorne und dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Ausgabe von Join, wo wir dann dran sind, bestraft zu werden. Dankeschön. Cool. Ciao. Super. Macht's gut. Okay. Aber das war cool, oder? Das hat schon echt Spaß gemacht, dabei zuzusehen. Schön, ich glaube, das werde ich niemals vergessen in meinem Leben. Ob es das wert war?